Willkommen zu Part 2 des Sims 4 Landhausleben Let's Plays, das keinen Namen hat, fällt mir gerade auf. Deshalb nennen wir es jetzt das Landhausleben Let's Play. Sehr spektakulär, sehr einfallsreich und perfekt für diese ungeplante Reihe, in der ich einfach nur das neue Pack antesten möchte. Ja, ich bin froh, dass ich den Spielstand hier auf diesem PC gebracht habe. Der erste Part, den habe ich damals noch am Laptop aufgenommen, weil da mein Equipment noch in Österreich war. Das habe ich jetzt alles hier. Zwar nicht auf der gewünschten Endposition, aber ich habe zumindest mal meine Sachen hier. Ich habe übrigens auch gesehen, dass man hier einfach zu jedem Tier eine fucking Beziehung haben kann. Also, ich finde es gruselig und toll gleichzeitig. Man kann hier nämlich so richtig übertreiben und sich so richtig um die Tiere kümmern und darauf achten, dass man mit jedem Tier eine gute Beziehung hat. Also das, was wir nicht machen werden. Denn hier wird zwar laut Titel von Folge 1 richtig hart gefarmt, aber natürlich nicht so, dass wir hier einen halben Nervenzusammenbruch bekommen, wie Graceplay es mir schon angekündigt hat. Wir werden jetzt kochen, und zwar wieder mal nur das, was wir auch kochen können. Ah, das ist im Moment Käse. Sehr nahrhaft. Wir können auch Sachen einmachen, habe ich gesehen. Das ist richtig toll. Oh, Marmelade. Und die sind auch noch in schönen Gläschen. Ja, wir wollen von den Sachen, die wir hier uns machen, leben. Deshalb werden wir uns hier auch mal das Startkapital wegnehmen. Denn wir haben gesagt, wir leben hier nur von unseren eigenen Erzeugnissen. Alles andere wäre ja langweilig. Und deshalb sind wir jetzt pleite, so ganz offiziell. Und alles, was wir jetzt noch irgendwie verdienen oder sonst was, darf nur von eigenen Sachen erfolgen. Und weil das ja noch nicht schwer genug ist, entbrennt hier natürlich auch ein Konkurrenzkampf zwischen diesen beiden Familien. Oh Gott, wie der Typ verzweifelt ist. Die mit der Holzbearbeitung verbrachte Zeit hat sich wirklich ausgezahlt. Zieh mir Inventar deines Sims nach Clementine. Bist du... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wer bist denn du? Oh mein Gott, darf ich nur mal anmerken? Ja, der hat einen festen Gang übrigens. Darf ich nur mal anmerken, was wir hier für ein fleißiges Mädel haben? Clementine hat sich so gedacht, nö, ich mache mich mal nützlich. Ich mache meinen Daddy stolz. Und hat hier so angefangen, einen Messerblock zu machen. Und der Typ hier, der Thomas Watson heißt, den wir noch nie zuvor in unserem Leben gesehen haben, der wäscht einfach mal unsere Wäsche. Ist das nicht toll? Pumpkin gönnt sich dann auch erstmal eine Karotte, bevor sie schlafen geht. Nickerchen machen. Nö, nö, du sollst dir erstmal eine Karotte gönnen. So. Man will ja, dass die Kinder auch was essen. Wer ist denn das jetzt? Alexander Gruß. Warum haben wir Leute in unserem Haus? Wir wollen keine Leute hier haben. Mary Ann macht auch gerade die Wäsche. Ich finde es so toll, wie alle im strömenden Regen ihre Wäsche waschen. Also wie gesagt, um das Ganze hier ein bisschen spannender zu halten, wird es hier einen Konkurrenzkampf geben. Hier werden Mary Ann und unser guter Harold um die Wette farmen und dann schauen, wer hier der bessere Farmer ist, wer mehr Gewinn erzielt und so weiter. Dazu werde ich die getrennten Konten hier auf Papier verwalten, denn die Einnahmen der einzelnen, die muss ich natürlich ganz strikt voneinander getrennt halten. Warum ich mir diesen Scheißaufwand antue, ich habe keine Ahnung. Aber wir machen das so. Flasche Milch verdorben. Noch besser. Oh, die verdorbene Milch bringt noch Geld. Geil. Ich bin auch top vorbereitet. Ich habe keine Ahnung, wie dieses Verkaufen der Sachen funktioniert. Huch, bitte was? Luku ist aufgrund unzureichender Pflege bereits eine ganze Weile unglücklich. Und das kann man Luku wirklich nicht übel nehmen. Luku wird bald fortgehen, um sich ein neues Zuhause zu suchen und niemals zurückkehren. Luku wird bleiben, wenn Familie Butcher Futter, Sauberkeit und Aufmerksamkeit gewährleistet. Die Grundlagen eines guten Lebens. Wir hoffen, dass Familie Butcher bald zur Vernunft kommen wird. What the fuck? Okay. Dann gehen wir mal eine Runde Stall ausmisten. Ich finde es auch toll, dass da drin einfach nur dunkel ist. Da hat sich jemand sehr viel Mühe gegeben beim Design. Was eigentlich auch echt fies ist, ist, dass Mary Ann hier komplett alleine ist und die da drüben sind einfach mal zu dritt und können sich zu dritt um alles kümmern. Diese Crew heißt Looney Moo. So, ich finde es auch toll, wie dieser Ekelkäse jetzt da rumsteht. Kann ich mit dem irgendwas Sinnvolles machen? Wir haben ja auch einen Mega-Vitaldünger und ein Ei. Aber das bringt mir halt alles so absolut gar nichts. So, was können wir hier denn Schönes herstellen? Das ist eigentlich alles nicht so verkaufsfördernd, muss ich sagen. Gut, wir warten einfach mal, bis unsere gepflanzten Sachen erntebereit sind. Kann sich nur um Jahre handeln. Ich hätte gern ein bisschen mehr als nur ein Ei. Wir werden sowas von sterben. Wir werden sowas von sterben in diesem Spielstand. Warum lassen jetzt überall ihre Kackwäsche rumliegen? So, wir machen da draußen so einen schönen Haufen.
In dem Waschbrett. Schaut richtig professionell und toll aus. Huch, da wächst ja schon was. Ich lebe hier das volle Farming Life. Und ich liebe es. Offensichtlich. Warum ist die Milch immer verdorben? Och, kacke. So, my darling Clementine. Ich würde sagen, du solltest hier jetzt mal was zu essen machen. Genau, wir packen hier noch die Milch rein, die wir gerade geerntet haben. Und das Ei. Und dann sollte hier eigentlich ein bisschen was zum Essen für uns rausspringen. Oder auch nicht. Das ist auch laktosefrei. Das heißt, wir machen das für unsere liebe Clementine. What the fuck? Warum haben wir einen Vampir bei uns im Haus? Lilith, was tust du? Warum kommen die überhaupt alle bei unserer Haustür rein? Ich habe hier zugesperrt. Du hast Auftritt in jedem einzelnen Sims 4 Let's Play von mir. Warum kommst du jetzt in dem auch noch vorbei? Und was hast du da an? Das ist die bessere Frage. Das Futter nachfüllen. Mary Ann kann sich das nicht leisten. Kein Problem. Jetzt kümmern wir uns nämlich um das Haushaltsbudget. Ich kann die schmutzige Wäsche für einen Simoleon verkaufen. So, das ist schon mal gut. Und dann nehmen wir ein paar Sachen, die wir in unseren Kühlschrank getan haben. Und verkaufen die auch. Wir können hier zum Beispiel, wir haben eine Paprika, wir haben Bananen, wir haben Pilze. Also ziehen wir jetzt alles zum Verkaufen dann darunter. So, und unsere eigenen Eier. Das ist Brutei, das sind andere Eier. Dann wir mal alles hier verkaufen. So. Oh. Die Bananen können wir nicht verkaufen. Das auch nicht. Nur die Sachen, die wir selbst hergestellt haben. Das ist gut. Da werden wir nicht verleitet, andere Sachen zu verkaufen. Die Milch, genau, die Milch. Hui. Okay, die hat jetzt ordentlich Simoleons gebracht. Wir haben jetzt 159 Simoleons auf der Seite von Mary Ann. Oh, 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 sehr schön. Ha, sehr schön. Verkaufen 15 Simoleons mehr. Und jeden und gegen Käfer einsprühen. Und ich liebe das Landleben in Sims 4. So, hier kommen gleich 15 Simoleons mehr dazu. Das ist toll. Mary Ann verhungert auch gleich wieder, das ist noch besser. Mary Ann hat jetzt einen Kontostand von 216 Simoleons. Und dann können wir uns auch mal um Harold kümmern. Der hat nämlich auch Sachen, die er verkaufen kann. Wir haben noch ein Brutei, das sollten wir vielleicht nicht in den Kühlschrank tun, Harold. Das ist kontraproduktiv. Milch, 22 Simoleons, okay, das sind 111 Simoleons. Dann haben wir noch 20 obendrauf und das Brutei kommt da dazu. 111 und 20, das heißt, wir haben hier 131 Simoleons bei Harold. Mary Ann kann es sich jetzt leisten, Futter aufzufüllen. Das sind einmal 10 Simoleons und einmal 4, das heißt, 14 Simoleons kommen weg. Und hier haben wir einen leicht schmutzigen Käfig, das heißt, den werden wir auch noch säubern. Und nehme auch noch so, ich habe das Gefühl, ich komme hier zu gar nichts. Also ich stelle mir gleich irgendwie so eine Putzfrau ein. Aber um jetzt ein bisschen Pause zu machen von dieser ganzen Arbeit hier, werden wir mal schön auf Reisen gehen und die Nachbarschaft so ein bisschen erkunden. Denn das haben wir tatsächlich noch gar nicht getan. Wir haben hier in Bramblewood, da steht die natürliche Schönheit dieser Wälder, bietet vielen Wildvögeln, Hasen und Füchsen ein malerisches Zuhause. Ob du nun ein kleines Geschenk unter Sophie der Schnecke versteckst, eine Staffelei aufstellst, um die Idylle der Cordelia Falls zu malen, Wildpilze suchst oder romantische Augenblicke in den Ruinen der Isle of Wolpe erlebst. Ein Tag im Bramblewood verzaubert jeden Sim. Na gut, okay. Dann haben wir hier Old New Hanford, da wo wir nicht leben. Wir wohnen tatsächlich in Bramblewood. Finde ich toll, gefällt mir. So, Old New Hanford mit seinen sanften Hügeln, üppigen Anwesen und dem kleinen Gemeinschaftsgarten ist wohl vor allem aufgrund der Namensprobleme der Vergangenheit bekannt. Die ursprünglich als Little Hanford bekannte Ortschaft benannte sich selbst in New Hanford um den Diminutiv zu entkommen. Da aber vergessen wurde, die nationalen Kartenmacher zu informieren, hörte die Ortschaft nach 2 Wochen auf, offiziell zu existieren. What the fuck? Als bekannt wurde, dass die erneute Anerkennung eine Namensänderung erforderte, wählten die Bewohner Old New Hanford, wobei der alternative Vorschlag New New Hanford nur eine Stimme weniger erhielt. Ja, okay.
Das klingt relativ öde da drüben. Aber gut, da wohnen auch diese komischen Watsons. Finchwick. Das am Fluss Bagley gelegene Dorf Finchwick besitzt eine alte Mühle und ist stolz auf seine lebendige und eng verbundene Gemeinschaft. Der historische Platz mit seinem Pub, den malerischen Verkaufsständen und dem Blumengarten lädt zu einem Einkaufsbummel ein. Touristen und Einheimische strömen auf den Wochenmarkt, auf dem sich sogar die Bürgermeisterin von Finchwick die Ehre gibt. Hey, hier ist ein Wochenmarkt? Was? Warum weiß ich das nicht? Wo? Okay, ich glaube, hier reisen wir mal hin. Und dann will ich in den Nationalpark. Wenn es hier tatsächlich einen Wochenmarkt gibt, weiß ich nämlich auch, wie man Zeug verkaufen kann. Warum hat jetzt meinen gammeligen Käse zu Hause gelassen? Den hätte ich ja loswerden können. Hier kann ich Sachen verkaufen. Hier kann ich Sachen verkaufen. Das ist toll. Ich will zwar selbst verkaufen, aber okay. Agnes Knautschgesicht. Oh, die gute alte Agnes Knautschgesicht. Aus Sims 2. Wer kennt sie noch? Okay, ich verkaufe die 2 Bruteier für 40 Simoleons. Handeln geht nicht, aber gut. Wir verkaufen die mal. Dann haben wir 40 Simoleons bei Harold dazu. Dann hat er 171 Simoleons. Also ich muss sagen, das war jetzt nicht so eindrucksvoll hier. Ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft. Ah, das ist die Mühle. Also die Mühle sieht schön aus, muss ich sagen. Ich mag sowas ja vom Stil her richtig gern. Ist nur schade, dass sie nicht funktioniert. Und dass man hier nicht rein kann oder sonst irgendwas Besonderes machen kann, ist halt so ein bisschen Verschwendung. Dann reisen wir auch nochmal in den Nationalpark. Ich meine, man macht ja keine halben Sachen hier. Wir haben uns auch ein bisschen mit Agnes unterhalten. Die mochte Harolds Töchter ganz gerne. Und natürlich Marianne. Harold fand sie ein wenig seltsam, wobei Agnes auch ein wenig seltsam ist. Das heißt, man sollte nicht so viel darauf geben, was sie jetzt so sagt. Ist ja auch nur der erste Eindruck gewesen. Wer hat hier gerade 17 Simoleons ausgegeben und wofür? So. Da muss man aufpassen, wenn man hier Konten hat, die eigentlich getrennt sind. Hamburger grillen. Wow. Clementine, wir leben autark, haben wir gesagt. Wo hast du das Fleisch her? Pumpkin geht Frösche suchen und Harold kann hier angeln gehen. Und ich würde Marianne auch fast angeln schicken, damit die ungefähr die gleichen Voraussetzungen haben. Wir wollen ja nicht zu unfair sein. Ach, ich liebe Harolds Gang einfach. Wie so ein Creep. Er ist so toll. Wir wohnten hier. Hütte untersuchen. Geil! Pumpkin, das ist ein Job für dich. Geh hin und untersuch die Hütte. Und wir haben einen Sonnenblumenfrosch gefunden. Klopf, klopf. Hallo, ist jemand zu Hause? Sind Sie die Knusperhexe, die im Wald wohnt und mich töten möchte? Hallo, wollen Sie mich aufessen? Ich heiße wie ein Kürbis. Okay, wir sollen Pilze der Finsternis finden. Pilze der Finsternis, vereinigt euch! Ich habe halt nicht mal betagenen Pilz gesehen. Ja, das war sehr ernüchternd. Und deshalb reisen wir jetzt wieder zurück nach Hause. Richtig toll. Ja, also das Pack-Erkunden klappt schon mal sehr gut. Ich bin vollends beeindruckt, wie man sehen kann. Ich bin schon sehr gespannt darauf, dann zu sehen, wie es ist, wenn man endlich mal was erntet. Wenn man dann irgendwann mal so ein Wochenmarkt oder sowas stattfindet oder wie die ganzen Dinger da im Kalender betitelt waren. Das dauert aber halt noch. Und Dieb mit buschigem Schwanz, ein Fuchs schleicht um dein Haus herum. Verstecke deine Hühner, verstecke deine Eier. Was? Alex, du bist aber... Bist du ein weißer Fuchs? Oh, bist du süß. What the fuck is happening? Okay. Gut, Harold, dann pfeif mal die Hühner rein. Und zwar alle. Und du pfeif auch die Hühner rein. Und dann soll das schon passen. Wir haben hier auch ein schönes Zäunchen drumrum gemacht. Alles gut hier. Wie der Fuchs hier jetzt echt rumschleicht. Der will unbedingt an die Hühner und an die Eier ran. Hat sich der jetzt eigentlich was geklaut? Versucht das jetzt bei Marianne? Hui, Fuchsileinchen, wo gehst du denn hin? Oh, er mampft die Hühner weg. Scheiße! Nein! Er mampft die Hühner weg. Ach, dammit. Kommt der auch mal wieder raus oder pennt der Fuchs da jetzt drin die ganze Nacht? Du warst eine kluge Henne, du bist rausgegangen. Frisst der jetzt alle anderen weg, die da drin sind? Der ist da reingegangen und kommt nicht mehr raus. Ist das ein Bug oder verschwindet der Fuchs? Haben die Hühner den Fuchs gefressen oder wie? Ja, also ich glaube, unser erster Tag als autark lebende Selbstversorger ist jetzt eher so semi-geil gelaufen. Oh, wir haben gar keine Wäscheleine.
Geil. Kaufen wir uns das nächste. Ich weiß nicht, ob wir hier nochmal professionelle Farmer werden. Ich bezweifle es sehr stark. Aber wir werden es weiter versuchen. Und ich hoffe, dass euch dieser Part gefallen hat und ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Jeder Daumen nach oben für dieses Video ist wie immer auch ein Daumen nach oben für Reginald, das beste Glas der Welt. Bis wir uns das nächste Mal wiedersehen, wünsche ich euch eine schöne Zeit. Tschüss. I heard you say you found the story.